zwei aktive Bürger, die mit diesem Thema sehr intensiv seit Jahren beschäftigt, Rolf Schulze und Joachim Görige. Herzlich willkommen. Was ist Dessau? Was macht Dessau aus? Ja. Also, damit die Bürger sagen können, so, das ist meine Heimatstadt, das ist Dessau. Ja. Würde ich drei Sachen nennen gleich. Die Kulturlandschaft, Dessau gehört zum Kartenreich, ist alles abgelutscht etwas. Das große Problem bei dieser speziellen Sache ist das regionale Problem. Wir haben ja völlig verquere Kreis- und Bezirksverhältnisse. Wir haben Dessau, die in Oranienbaum haben bereits Wittenberger Nummer, glaube ich, oder Atzel, ja, oder wie heißt das jetzt? Die haben Wittenberg. Also bitte völlig sinnentstellte Kreiseinteilung, die dem alten Gedanken zu niederlaufen. Also man hat Wörlitzer Gartenreich sozusagen so ein Fachhackstück. Ja. Das ist das eine. Ich würde weitergehen. Ich würde sogar so gehen, im Prinzip diese Identität Anhalt ist ja vorhanden. Es könnte ein Kreis Anhalt her, der das alte Anhalt umfasst mit der Kreishauptstadt Dessau. Residenzstadt. Anhalt. Und neben diesem Kulturkreis, Dessau-Wörlitzer Kulturkreis, sind eben die Galerien, das Theater, die landschaftliche Besonderheit, vor allen Dingen eben auch die Struktur der Stadt als Park- und Gartenstadt. Ja. Damit um. Also oft ist es ja so, dass dieser demografische Wandel mit negativen Komponenten so verbunden ist. Also wir werden älter, dann müssen wir Fachkräfte dann reinholen und wir müssen die Stadt zurückbauen. Wie empfinden Sie im Moment diesen Prozess? Also ich finde ihn normal. Jede Stadt, jedes Gemeinwesen atmet. Wenn es Industrie hat, wenn es Ressourcen hat, mit denen man leben und arbeiten kann, dann wächst die Stadt. Sind diese Dinge nicht mehr da, dann schrumpft sie. Das ist, von Babylon ist auch nicht mehr sehr viel da. Und dass die Stadt kleiner wird, ist ja gar keine Frage der Qualität. Weimar zum Beispiel hat nur 50.000 Einwohner und ist wesentlich attraktiver. Es liegt also gar nicht an der Größe, nach unserem Empfinden. Der Altersdurchschnitt, den Sie ansprechen, der spielt natürlich eine Rolle, aber darauf muss ich mich einstellen. Das heißt, ich muss die Stadt so organisieren, dass diese alten Leute und vielleicht noch welche, die hierher ziehen und das als Rentnerstadt wahrnehmen, mit all dem, was wir haben, Umgebung, Kultur, Theater, wunderbare Verhältnisse, landschaftliche Verhältnisse, wir haben eine Gemäldegalerie. All diese Dinge sind für alte Menschen wichtig. Und das, finden wir, muss man kultivieren. Aber die Zukunft der Stadt liegt nicht auf industriellem oder gewerblichem Gebiet, sie liegt in einer Rentnerstadt. Die Rentner wollen betreut werden. Die brauchen Altershilfe, die brauchen Gehhilfen, die brauchen Orthopäden, Zahnärzte, Krankenhäuser. All die Dinge, der sogenannte tertiäre Sektor der Dienstleistung, das ist die Zukunft der Stadt. Welche Chancen steckt in dieser Stadt? Also nicht nur schrumpfen, sondern eben man muss ja mit dem Rückbau Lebensqualität herstellen. Und das muss von außen her passieren. Das ist ja auch in mehreren Plänen ganz gut angedacht worden. Wir schrumpfen außen, die Stadt wird kleiner. Das Grün kommt wieder in die Stadt hinein, das ist ganz wichtig. Bis ins Zentrum, Stadtpark, eigentlich das Zentrum, kann man sagen, des gesamten Gartenreiches, wenn Sie so wollen. Aber das muss ich kultivieren und pflegen und muss nicht in der Stadt Lücken schaffen. Zahnlückenarchitektur, Johannesstraße, Ferdinand von Schildstraße, sondern ich muss das Umland rückbauen, so wie es begonnen ist und so ist, wie es vielleicht eines Tages dann auch. Also wenn man das Grün in die Stadt nochmal zurückholen möchte, ne? Also um diese Verlöcherung zu meiden, da kann man ja schon natürlich diese große Tradition von Wörlitzer Gartenreich hier als Beispiel nehmen. Ja.
Ja, also der Fürst Franz hat immer gesagt, er wolle das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Wenn die Freiflächen nicht gepflegt werden, gibt es Müllhalden, sie veröden. Also muss man sie kulturell, also im Sinne von Landeskultur, besetzen. Da können Apfelplantagen, da können Rebstöcke sein. Dieser Gedanke der Bewirtschaftung der Brachen ist meines Erachtens ganz wichtig. Wir haben uns im Einzelnen damit nicht auseinandergesetzt, aber Tatsache ist, dass so Flächen, wie sie jetzt entstanden sind, an der Bitterfelder Straße, draußen an der Pauluskirche, am alten Milchwerk und so, diese Flächen müssen gepflegt werden. Ja. Wenn wieder Wohnraum gebraucht wird, sind das die ersten Flächen, die wieder bebaut werden. Ja, und Kavalierstraße haben Sie ja auch genannt. Also da kommt es ja jetzt an der Ecke zu Postamt, Bauhausmuseum. Ja. Der Gedanke, da das zu bauen, gibt es ja noch einen Vorschlag jetzt von Herrn Görke. Aber was ich eigentlich schade finde, ist es gerade jetzt in der Stadtpark, ist ja jetzt, wird ja angenommen, ist ja in einem sehr guten Zustand. Und jetzt fängt man an, den wieder, einzureißen. Also das ist natürlich überlegenswert, dass man sagt, vielleicht dann doch lieber mein Favorit, die Schadebrauerei. Aber das ist die eine Sache. Die andere ist ja, schade wäre gut, unbedingt. Ja. Aber der Stadtpark ist so groß und hat Stellen, wo sich bequem ein, wir haben es mal so skizziert, ein schwebendes Museum hinein platzieren ließe, was so, also nicht so ein Klotz an der Ecke? Nein, sondern frei hinein in den Park und durchlässig unten, also so in der Tradition der Bauhäuser, der Meisterhäuser, wie sie ja dort auch in den Fichtenwäldchen stehen, muss natürlich ein berühmter Mann machen. Und ich bin überzeugt, da gibt es Leute, die beherrschen das. Zum Beispiel du, ne? Aber es wäre, man würde den Stadtpark nicht kaputt machen, aber man würde die Innenstadt aufwerten. Es kommt noch was anderes hinzu. Also wenn es gelingen könnte, den Innenraum entsprechend besser zu gestalten, die Innenstadt, dann besteht sicherlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man die Leute, die einfach hier in Dessau arbeiten, aber nicht hierher ziehen, ich denke dann an das Bundesumweltamt, viele Mitarbeiter, ich denke auch an die Hochschule, an das Bauhaus, dass die dann hier auch ihren Wohnsitz wählen würden. Wenn das ein Erlebnisbereich ist, wo man Freude dran hat und wo man gerne ist, dass die Größe der Stadt noch völlig egal ist.